Tja. Schade. Schade, schade, schade. Wir holen uns einfach mal den Helikopter da. Oh Mann. Also ich hatte auch eine richtig blöde Position da. So, Helikopter, Helikopter. Wir haben Gegner in der Nähe. Verdammt. Was haben wir dann denn da jetzt denn irgendwie tun? Setze Drohne ein. Oder so. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Maschinenpistole. Ist niemand. Oh. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Das wird wahrscheinlich über uns sein. Oder? Doch, hier. Hier ist eine. Was noch eine? Jetzt noch hier unten irgendwo. Nee. Ah, draußen. Und dann noch hier irgendwo. Das macht 5. Da ist ein Tango inmitten von Zivilisten. Roger, ich gehe in Position. Ziel erfasst. Brauche neue Position. Kann loslegen. Von wo schießen die? Ah, von da. Tango getötet. Locker bleiben, alles ist gut. Alles ist gut. Da hier sind ja viele. Viele Versorgungsdinger. So, Waffen.
Ja, das will ich nicht machen. Stabiles Ziel nochmal. Nachtsicht brauche ich nicht, glaube ich. Reichweite. Ja, Reichweite ist gut. Körpertruppe. Nochmal um eins. Ach, das ist krasse zwei. Ja, okay, dann sparen wir den einen. Hier bin ich ein bisschen blöd unterwegs. Augen auf, Santa Blanca Soldaten. So, geh in Position. Suche bessere Schusslinie. Zwei. Und ich übernehme. Ich sehe das Ziel. Bin schussbereit. Habe ein Ziel. Greif an. Das war. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Hä? Wo? Ja, wo denn? Muss er mir dann genauer sagen. So. Dann noch eine wahrscheinlich hier drin. Jawohl. Super. Okay. Dann haben wir hier noch eine. Dann haben wir da oben noch eine. Alter. Da, das geht ja ab hier. So. Hier noch eine. Ja. Cool, ein Flieger. Und dann haben wir hier drin noch eine. Wieso ist das hier so rot? I don't get it. Hey, wir haben einen Narko. Neben der Kippe. Cool, dass du den gesehen hast.
Andererseits. Drohne fliegt. Markiere einen Hauptmann. Ist da. Sind da wichtige. Sachen. Wisst ihr, was gerade blöd ist? Es wird morgen. Das heißt, die Bösen wachen bald auf. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Judy und Polito verhören lässt. Er weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken, aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. So, das war der eine. Da sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Ist halt so heftig, dass vor allem die Kartelle in Brasilien und so weiter. Oh. Guten Tag. Dass die so unglaublich gläubig sind, beziehungsweise es halt so tun, als ob sie es wären. Ja, ich komme gleich zurück zu dir. Mutter, die werden dich sehen. Was? Krass. Nachschubsüberfälle finden, Nachschubüberfälle bieten. Ich sehe hier zwei Narcos. Drüben bei der Kippe. Große Menge Nachschub. Fertigkeitspunkte, Fertigkeit, bla. Rebellenoperationen finden Rebellen. Wir hatten die Rebellenunterstützung auf. Hm.
Ich weiß nicht. Also Fertigkeitspunkte sind geil, aber also ich weiß nicht, ob Nachschubsüberfälle, ob man da auch Waffen und so findet. Halt, die werden dich sehen. Das hier besagt, auf einer Piste in der Nähe steht ein beladenes Kartellflugzeug. Ob Waffen oder Medizin, was es auch an Bord hat. Wenn es dem Kartell nützt, dann auch den Rebellen. Klingt wie eine Einladung. Will jemand ein Flugzeug klauen? Ja, jetzt sind die halt alle wach, ne? Ach, das ist doof. Shit, die haben eine Leiche. Ich war zu lange hier. Eine Ghost-Einheit sind wir dann doch nicht, ne? Wir verschwinden jetzt. Wieder sehr, sehr schlecht. Ach, da ist der. Und wie soll man den stoppen? Wo fährt er hin? Wenn er zur Brücke fährt, kann man da sicher irgendwas machen.
Greife Tangos an. Verdammt, das Kartell schickt Verstärkung. Wow. Nein, in Deckung. Upsi. Scheiße, wir haben Verluste. Die haben das ein bisschen. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Schicks, Verluste. Ich hab dich, halt einfach durch. Bin auf dem Weg. Granate, Granate! Granate, Vorsicht! Scheiße, Zivilist getroffen! Alter, da explodiert ja alles. Holy shit.